neue Situation. Wir spüren Ausgaben, aber scheiße. Das sind wir für eine Band, ich dachte, da verdient man was. Komm noch. Spielst du bei. Mich hat mich mir einen neuen Wettbewerb geschickt, wo man sich bewerben kann. Guter Preis, gute Quali. Ja, hey, schade, das Logo hätte noch ein bisschen stärker sein können, wa? Welches Logo? Ja, das, was ja eigentlich noch drauf ist. Das ist eigentlich noch unser Logo am Start. Das wird echt, ne? Jetzt habe ich's. Ach, das ist ja so groß, ne? Das ja. ist größer hier, genau. ne? Love. Blues. Aber sieht schon sehr edel aus, muss ich schon sagen. Es gibt insofern neu, dass wir heute unsere CDs bekommen haben, die wir letzten Monat aufgenommen haben. Unsere erste EP, Menschen sind wie Lieder. Ich hab's ja noch nicht gesehen, nachher wird die Premiere sein, wenn wir zum ersten Mal die CDs in der Hand halten. Jetzt bin ich noch kurz hier, um den vierten Song anzuspielen. Also drei sind im Kasten. Das klingt ziemlich gut, obwohl es noch nicht gemischt ist. Nur mal echt gespannt. Falk müsste jetzt eigentlich gerade schon beim Rappen sein. Mal schauen, was der da so hinzumacht. Töne animieren mich dazu, selber welche zu fabrizieren. Leben ohne Musik gibt's nicht. Gibt's nicht. Also ich höre persönlich auch sehr viel Geknatter, also so auf die 12 Musik. Und obwohl das ja gar nicht so dazu passt, kriege ich manchmal, wenn mir so ein Geknatter-Song richtig gut gefällt, ein Kloß im Hals. Als ich mit 16 das erste Mal eine Gitarre angefasst habe, wusste ich, dass ich die nicht mehr weglegen werde. Also ist für mich nicht möglich. Weil es mich irgendwie so bewegt, also weil ich irgendwie Melodien oder ein tolles Gitarrenriff oder so, weil ich das halt irgendwie so, ja, das löst echt eine Menge mehr aus. Scheiße, was sagt das Fach? Das Tor ist zu. Oh, Leute. Gibt's dafür einen Schlüssel? Ja, Mann. Nein. Wir müssen rüberspringen. Mit dem Aufschlag. Wir sind auch nicht so weit, das ist ein großes Tor. Wir müssen noch ein bisschen zurück, glaube ich. Hast du einen Schlüssel, Juri? Nee, ich hab keinen. Oh. Ist Freestyle. Boom, Schakalaka, boom. Ciao, Digga. Ciao, Dinner. We see us on Saturday. Yes. Danke, Hunde. Mann, du Sack. Hör auf jetzt. Nicht so eine Scherze jetzt. Mann. Au. Na, der Kiez hier ist noch gar nicht so lange mein Kiez hier, weil ich ja, also ich bin zwar ursprünglich aus Berlin, aber die letzten Jahre habe ich in Rostock gewohnt, auch in einer wunderschönen Stadt, direkt an der Ostsee. Und bin da ein bisschen noch zur Schule gegangen, habe da auch studiert und bin jetzt wieder nach Berlin zurückgekommen. Und ja, wohne hier im Friedrichshain, muss sagen, echt eine coole Ecke. Ich wollte hier eigentlich gar nicht erst her, aber inzwischen bereue ich die Entscheidung doch kein Stück. Schöne Kneipen, nette Leute, schöne Gegend. Wir holen jetzt von der Keksbox, einem Medienladen hier in der Simon-Dach-Straße, Buttons ab, und zwar 100 Stück an der Zahl. Klingeln die einfach mal. Sehr gut. Die Buttons holen. Genau. Hereinspaziert. Sehr gut. Das ist jetzt hier eine Klarsichtfolie. Aha. Ich hoffe, wir können das erst verpacken. Halbwegs würdig. Ja. Nach 10 noch schnell, glaube ich, 100. Fantastisch. Auch ganz frisch, sind noch ganz warm. Sie riechen auch noch ein bisschen. Naja. Heute schönes Schwarz, nicht wie sonst mit Weiß im Hintergrund. Nee, also es ist schon auf jeden Fall eine intensivere Sache. Und ich habe das Gefühl, dass da schon was gehen könnte. Also dass es schon interessant ist und irgendwie auch gut. Also dass es irgendwie von uns halt gut gemacht ist. Und hoffe ganz doll, dass da mehr draus wird. Und könnte mir das ehrlich gesagt auch vorstellen. Trotz Finanzkrise, trotz Musikbranchenkrise, hoffe ich, dass da vielleicht irgendwie... jetzt nicht Millionäre werden, das wird man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, aber naja, dass man zumindest vielleicht mal eine Tour spielt oder so und ja, auf jeden Fall überregional ein bisschen was reißt, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Aber halt klar, das wird halt immer schwieriger, es gibt so viele krasse Musikrichtungen schon oder so viel wurde auch schon miteinander irgendwie gekreuzt, also keine Ahnung, Hip-Hop und
Elektro und Rock irgendwie, das ist ja alles irgendwie schon mal da gewesen. Und ja, demzufolge, glaube ich, ist es einfach auch schwer, heutzutage Leute richtig vom Hocker zu hauen mit irgendeiner brennenden neuen Idee irgendwie. Ich bin ja erst ein bisschen später dabei, oder seit kürzerem dabei, weil Falk, Juri und Michelle schon länger zusammen Musik machen mit einem anderen Trommler, der ihnen dann aber abhanden gekommen ist. Und ich bin dann dadurch reingekommen, weil ich Michelle schon seit ein paar Jahren flüchtig kenne. Wir sind ja beide aus MV, oder zumindest ich habe jetzt auch lange in MV gewohnt. Und Michelle ist ja aus Neubrandenburg und hatte da eine Band und ich hatte eine Band in Rostock. Und dann wusste ich halt, dass Michelle inzwischen in Berlin wohnt, seit längerem auch schon, und hier verschiedene Bands hat. Und dann habe ich ihn einfach mal angerufen und gesagt, ey Mann, Michelle, ich bin jetzt auch in Berlin. Hast du nicht irgendeine Band irgendwie, die vielleicht gerade noch einen Trommler sucht oder eine von dir? Wie sieht es bei dir aus? Und dann hast du gesagt, ja, gerade habe ich nichts, aber ich melde noch ein bisschen. Und dann irgendwann hat er mich angerufen und gesagt, ey Mensch, guck mal, uns ist jetzt lustigerweise gerade in meiner eigenen Band ein Trommler abgehauen. Ja, na, heute ist es bestimmt nur nicht so spannend, weil wir nur Schlagzeug machen. Und ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Und ich fluche, ich fluche, ich fluche, ich fluche. Und ich suche, und wenn ich nicht mehr suchen kann, fang ich laut zu rufen an.